Ein idyllischer Ort, irgendwo in den Bergen Italiens. Hier trifft die Kälte von den Berggipfeln auf die Warmwinde, die von der Küste bis hierher getragen werden. Dadurch entsteht hier ein ganz besonderes Klima und es herrscht eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und genau an diesem Ort sollen wir einen sicheren und funktionsfähigen Dinosaurierpark errichten. Die Vergangenheit hat leider bisher unter Beweis gestellt, dass es gar nicht mal so einfach ist, diese Giganten unter Kontrolle zu halten. Aber ich bin mir sicher, wir bekommen das hin und wir werden einen Park bauen, den die Besucher lieben werden. Und das wird hoffentlich nicht so enden. Also ab nach Italien. Und los geht's mit der ersten Folge von unserem neuen Park, Primal Wetlands. Der Park wird, wie der Name schon vermuten lässt, ein Sumpfpark werden. Und wir werden in diesem Park viele der Spezies unterbringen, die die Besucher lieben. Ihr könnt euch übrigens auch welche wünschen in den Kommentaren. Und jetzt geht's schon direkt los mit dem Bauen. Als allererstes Mal müssen wir das Biosyn-Gebäude verschwinden lassen. Das kann man leider nicht entfernen, deswegen habe ich es einfach hier in den Boden versenkt. Dann sieht man es nicht mehr. Jetzt habe ich die Fläche schon mal übergeglättet, die wir dann für den Eingangsbereich bebauen werden. Und ich wollte, dass der Park per Auto erreichbar ist. Deswegen habe ich mir erstmal hier zwei Autos platziert, damit ich einen Größenvergleich habe. Und jetzt habe ich den Weg auf die richtige Breite eingestellt, dass wir sozusagen zwei Spuren haben, die breit genug sind, wo dann die Autos ganz entspannt drauf fahren können. Und diese Straße habe ich dann mal ein ganzes Stück weitergeführt, nämlich von dem Berg bis hier vorne hin. Und hier vorne sollte ein Parkplatz hinkommen. Bei diesem wollte ich auch eine Überdachung bauen. Deswegen habe ich mir hier diese Überdachung geschnappt und die einfach mehrfach aneinander platziert. Und das Ganze einmal um 180 Grad gedreht und nochmal. Und jetzt hatten wir so ein größeres Dach. Und das hat hier perfekt in die Mitte gepasst. Das habe ich dann auch nochmal wiederholt. Und unten das auch nochmal hin platziert. Und jetzt habe ich mir diese Indominus Rex Paddock-Mauern geschnappt. Denn die kann man perfekt im Boden versenken und dann hat man einen Bordstein mit ganz wenigen Objekten bei so langen Flächen. Wie bei diesen kurzen Seitenstücken hat das leider nicht funktioniert, da muss ich mir dann nochmal andere Teile suchen. Aber das ging farblich einigermaßen, also man sieht ganz leicht den Unterschied, aber das ist noch ganz okay. Hier kommen jetzt auch schon die ersten Parkplatzmarkierungen. Ich habe mir da auch ein Auto hingestellt, damit ich ungefähr sehe, wie breit ich die bauen muss. Und hier in der Mitte, zwischen den beiden Dächern, da kommt eine durchgezogene Linie hin. Denn dort sollen sich keine Autos hinstellen. Das ist der Weg für die Fahrzeuginsassen. Da können die halt rüberlaufen auf die andere Seite. Deshalb musste ich den Bordstein auch nochmal ein wenig abändern. Weil an der Stelle, wo halt die Leute rüberlaufen können, da musste das ja abgesenkt sein, damit die dort auch vernünftig rüberkommen. Dann ging es weiter mit den Linien. Und die Wege, die in dieser Farbe sind, das sind die Besucherwege. Da können halt die Leute dann am Rand von dem Parkplatz entlang gehen und dann halt von dem Auto weggehen oder halt zum Auto hingehen. Und jetzt ging es wieder ans Parkplätze einzeichnen. Und auch Fahrbahnmarkierung. Das hier wird zum Beispiel ein Pfeil. Hier an diese freien Flächen kamen auch nochmal Bordsteine hin. Und auch unter die Überdachung, da in die Mitte, habe ich einen Bordstein platziert.
der trennt sozusagen die beiden Seiten voneinander. Dadurch haben wir dann nochmal bessere Parkplätze. Weil dort drunter kommen auch Parkplätze hin. Und jetzt haben wir hier schon einen ganz großen Sprung gemacht. Denn das, was ich vorhin schon alles gebaut hatte, habe ich auf der anderen Seite gespiegelt einfach nochmal gebaut, damit wir halt das Doppelte an Parkplätzen haben. Das hier sind jetzt schon so die letzten Fahrbahnmarkierungen. Und in der Mitte habe ich auch noch einen Zebrastreifen gemacht, damit die Leute dort auch rüberlaufen können auf die andere Seite. Und jetzt kommt hier noch mehr Wegfläche. Die hellen Wege sind übrigens die Wege für die Besucher. Und das andere ist halt der Asphalt, also die Straßen. Ich habe jetzt auch schon mal grob eingezeichnet, wie dann später die Wegverläufe sein werden. Die Zäune hier habe ich platziert, damit ich mittig bleibe. Denn dort vorne, wo die beiden Zäune jetzt enden, da soll der Eingang hin. Mit diesen Objekten, die ich hier gerade verwende, habe ich, glaube ich, übrigens vorher noch nie gebaut. Die sind auch nicht von der Mod oder sowas, die sind original aus dem Spiel. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich die diesmal verwende. Die Mauern sind übrigens 4 dick, wie ihr sehen könnt, also 4-mal das Objekt. Und an die Enden habe ich mir 2-mal so eine Seilbahn geschnappt. Die habe ich so ineinander platziert, dadurch hatten wir so einen Turm. Wundert euch übrigens nicht, die sieht manchmal ein bisschen komisch aus, wenn man die platziert. Aber wenn man das Spiel speichert und neu lädt, dann ist das alles wieder heile. Hier vorne kommen dann auch noch mal so ein paar Säulen hin. Genauso auf der anderen Seite. Und auf diese Säulen kamen dann auch noch ein paar Lichter. In die Mitte habe ich das Ganze auch noch mal ein bisschen erhöht gemacht, damit es nicht so langweilig aussieht. Diese Mauern machen jetzt die Eingänge tatsächlich zu, das ändere ich später aber noch. Also nicht, dass ihr euch wundert. Und jetzt platziere ich hier nochmal ganz viele Lichter nebeneinander. Erstens leuchten die natürlich schön beim Eingangsbereich. Und zweitens habe ich dadurch nochmal so eine schöne weiße Linie. Kommen wir nämlich oben einfach so rein, gucken ganz leicht raus. Dadurch haben wir halt nochmal diesen schönen weißen Farbakzent oben auf dem Dach. Na, guck mal, jetzt mache ich die Eingänge wieder frei. Die werden jetzt nämlich ausgetauscht. An den Seiten kommen natürlich auch Mauern hin. Die werden allerdings nur 2 breit. Den Zaun hatte ich mir übrigens nur da platziert, damit ich den richtigen Winkel habe. Das war nur eine Orientierung. Und die Türme werden jetzt auch nochmal gedreht, damit es schöner aussieht. An die hinteren Ecken kommen auch nochmal jeweils ein Turm. Und dann wird die Mauer auch nochmal ein ganzes Stück weitergeführt. Und am Ende der Mauer nochmal ein Turm. Und natürlich auch die Säulen durften hier nicht fehlen. Da kommen natürlich auch wieder die Lichter drauf. Das hier ist jetzt schon das Mauerstück für die andere Seite. Das habe ich einmal von der Rotation richtig gemacht und dann schon mal platziert. Und hier kommen dann auch nochmal die Säulen für die lange Mauer. Und auch hier kommen selbstverständlich wieder die Lampen oben rauf. Und jetzt platziere ich hier direkt noch mehr von diesen Mauerstücken. Allerdings erfüllen die diesmal einen anderen Zweck. Ich versenke die nämlich im Boden. Und dann bilden die hier den perfekten Rand für ein Blumenbeet für mich.
Das kommt hier in die Mitte. Am Rand von dem Blumenbeet habe ich dann auch noch mal so einen Zaun platziert. Mit so Holzpalisaden. Da muss man immer ein bisschen tricksen mit den Einrasspunkten, damit man das vernünftig hinbekommt. Aber wenn man ein bisschen rumprobiert, schafft man das in der Regel eigentlich immer ganz gut. Und in das Beet haben wir jetzt erstmal ein paar Bäume. Und auch ein paar Blumen. Dafür nehme ich einfach diese Blumentöpfe, markiere die alle und versenke die. Dadurch sieht man halt nur noch das Grünzeug und nicht mehr die Töpfe. Ein paar kleinere Bäume und Büsche habe ich auch noch platziert. Die Büsche habe ich dann auch in den Boden ein bisschen noch versenkt. Und jetzt kommen ja auch nochmal diese Blumenbeete mit Felsen. Da auch wieder das gleiche Prinzip. Einfach markieren und in den Boden versenken. Dann habe ich das Ganze nochmal grüner gepinselt und schon war das Beet fertig. Hier an den Rand der Straße habe ich dann auch nochmal einen Zaun platziert. Da muss ich bei den Kurven auch immer so Zwischenstücke einzeln setzen, damit die Kurve auch vernünftig geformt aussieht. Weil sonst war der Zaun ein bisschen komisch. Den Zaun habe ich dann auch komplett hier an den Wegen entlang geführt. Außer natürlich an den Stellen, wo jetzt zum Beispiel ein Zebrastreifen ist. Da war dann immer eine Lücke, damit die Leute dort auch durch können. Hier vorne sollte auch nochmal eine zweite Möglichkeit hinkommen, um in den Park zu gelangen. Und zwar eine Bushaltestelle. Denn durch Mods gibt es auch eine Jurassic Bus Tour. Und das Coole ist, die kann man sogar mit Strecke einzeichnen und dann fahren da auch wirklich Busse rum. Es war ein bisschen friemelig. Dadurch, dass ich so blöde Einrastpunkte dort hatte. Aber ich habe es mit ein bisschen Mühe und hin und her probieren dann geschafft, dass die Strecke vernünftig auf dieser Straße fährt. Ist teilweise so ein bisschen krumm und schief, aber das fällt gar nicht auf, wenn der Bus so ein bisschen Schlangenlinien fährt. Also ihr seht das jetzt gerade beim Einzeichnen, das ist immer so ein bisschen links, rechts, links, rechts. Und hier am Ende der Straße dreht dann der Bus einfach um. Und der Rückweg war dann sogar noch schlimmer, weil dadurch, dass die Hinstrecke dort halt schon war, hatte ich noch mehr Einrasspunkte. Und dann war es halt noch friemeliger. Aber ich habe es erfolgreich geschafft. Und damit hatten wir jetzt eine Bustour. Die braucht jetzt nur noch einen Eingangsbereich. Den habe ich jetzt erstmal provisorisch hier im Boden versenkt. Und jetzt fahren hier auch schon die ersten Busse. Sieht doch ganz cool aus, oder? Und die fahren halt jetzt auch wirklich auf der Straße. An dieser Stelle kam jetzt auch noch ein Wendekreis hin, damit die Busse dort auch vernünftig drehen können. Da habe ich jetzt einfach versucht, die Straße der Strecke anzupassen. Das war ein bisschen einfacher als andersrum. Hat auch ganz gut geklappt. Und schon sah das ganz cool aus. Da konnten die halt drehen und dann fahren sie wieder zurück. Jetzt konnte ich auch schon mal die Wegfläche soweit vernünftig ausfüllen. Das habe ich allerdings an dieser Stelle hier ausgelassen. Denn hier kommen nochmal solche Bordsteine hin. Und diese bilden nochmal den Rand von einem weiteren Blumenbeet. Das Blumenbeet habe ich dann doch nicht bis zum Ende geführt, sondern nur bis zu dieser Stelle und den Rest dann mit Wegfläche ausgefüllt. Manchmal buggen die Wege so ein bisschen rum, wenn man zwei verschiedene Wegfarben benutzt. Da muss man ein bisschen hin und her probieren mit den Einrastpunkten, bis man es dann vernünftig hinbekommt. Und das Problem ist, wenn man Wege löscht, dann werden alle Objekte, die den Weg berühren, auch mitgelöscht. Das heißt, manchmal muss man halt Objekte, die man schon platziert hat, nochmal wegbewegen, wenn man halt Wege darunter löschen will.
Und dann kann man die danach wieder hinplatzieren. Vom Prinzip her habe ich aber hier das Blumenbeet wieder identisch gemacht wie beim anderen Blumenbeet. Hier ist nochmal eine weitere Holzwand, so eine Holzpalisadenwand. Die kommt nochmal vor die Eingangsmauer. Und zwischen dieser Holzwand und die Mauer kommt auch nochmal so eine Hecke. Dadurch haben wir dann auch nochmal ein bisschen Grün und ein bisschen Holzakzente da bei der Mauer mit eingearbeitet. Hier stecke ich das Ganze auch nochmal ab mit so einem grauen Bordstein. Und da oben drauf kommt dann nochmal ein Zaun. Und hinter diesen Zaun kommt dann nochmal eine Hecke. Dann ist dort auch schon mal die Sicht so ein bisschen besser verdeckt. Und jetzt kommt hier nochmal um die Bushaltestelle herum so eine kleine Abgrenzung. In die Mitte kommt dann auch nochmal so ein Baum hin. Und auch noch ein paar kleine Lampen. Und auch Banner. Die Banner leuchten übrigens auch im Dunkeln. Davor kommen auch noch mal einige Sitzbänke. Das ist dann halt für die Leute, die auf den Bus warten. Und hier kommen jetzt auch noch mal Leute drauf. Die kann man nämlich auch einzeln platzieren. Das ist ganz cool. Ich setze hier auch noch mal Leute auf das Betonteil. Das ist nämlich von der Höhe auch ziemlich perfekt. Und das Stück an der Straße, wo nicht gerade Einstieg ist, das grenzt hier auch nochmal mit einem Zaun ab. Einfach damit dort das Risiko nicht ist, dass die Leute auf die Straße laufen oder irgendwie was passiert. Und diese wunderschöne Dekowand hatte ich auch noch nie in meinen Parkbauprojekten verwendet. Deswegen habe ich die hier mal an die freie Fläche platziert. An die Türme, weil die noch sehr, sehr leer waren, kam auch nochmal ein kleiner Banner. Und an diese Blumenbeete kamen auch noch mal ein paar mehr Bänke und Mülleimer sogar. Außerdem habe ich hier auf die Wegfläche noch mal ein paar Springbrunnen platziert. Die haben auch noch mal schön diese Holzakzente und auch die weißen Akzente. Hier bei dieser freien Wegfläche, die jetzt kommt, habe ich mir noch mal zwei von diesen geschwungenen Wänden geschnappt, die im Boden versenkt und dann einfach dort in die Mitte platziert. Und dann wieder ähnlich gestaltet, wie auch zuvor schon, mit den Bannern, mit den Bäumen und auch den Lampen. Des Weiteren habe ich auch noch zwei Geldautomaten platziert und die hier vorne an die Wand gestellt. Da können die Leute dann nochmal Geld abheben, bevor sie halt in den Park gehen. An den Turm kommt natürlich auch ein Banner. Und an den nächsten auch. Dann noch wieder ein paar Bänke. Und auch wieder noch ein paar Leute auf die Bänke, die noch frei waren. Habe ich aber halt immer so ein bisschen random verteilt, um das Ganze belebter zu machen. Wir müssen halt später mal gucken, wenn wir den Park eröffnen, ob die Leute dann auch wirklich auf diesen Wegflächen rumlaufen und wie das Ganze funktioniert. Ansonsten müssen wir es halt so noch ein bisschen mit selbstplatzierten Leuten füllen. Die Mauer hier habe ich dann auch nochmal genauso gestaltet wie davor auch schon. Also mit dieser Holzpalisade davor und auch mit der Hecke dazwischen. Und jetzt kamen auch schon die ersten Fahrbahnmarkierungen. Die durften hier natürlich auch nicht fehlen. Das sind halt einfach diese gestrichelten Linien in der Mitte. Den Wendekreis hier habe ich auch nochmal mit so einem Bordstein abgesteckt. Und in der Mitte davon auch noch mal ein paar Bäume und Büsche platziert.
Als nächstes ist jetzt die andere Seite dran und dort plane ich jetzt erstmal einen Helikopterlandeplatz. Der ist dann für die Gäste, die ein bisschen weiter weg wohnen oder halt auch ein bisschen mehr Geld haben. Die können dann per Helikopter eingeflogen werden. Den Landeplatz baue ich wieder mit diesen umgedrehten Basketballfeldern. Das habe ich gemacht, weil ich den halt gerne etwas erhöht haben wollte. Und mit den Feldern geht das immer ganz gut, weil die eine sehr, sehr gute Größe haben. Ich habe mich hier für 2 Helipads entschieden. Und von dieser Plattform kommt man dann mit einer Treppe runter. Die Wegfläche habe ich dann auch noch ein bisschen ausgefüllt. Und dann habe ich auch ein Geländer um diese Heli-Plattform noch rum gemacht, damit man dort nicht runterfallen kann. Als nächstes habe ich dann wieder die Mauer mit diesen Palisaden davor bestückt und auch mit der Hecke. Und jetzt habe ich wieder eine Umrandung für ein Blumenbeet geplant. Das waren jetzt sozusagen erstmal die Bordsteine davon. Es geht auf dieser Seite sogar so ein bisschen um die Ecke. Ich ändere den Plan aber gleich auch nochmal, also das bleibt jetzt nicht so, wie es jetzt hier ist. Aber erstmal mache ich jetzt nochmal diese S-Form auch auf diese Seite und kopiere das dann auch, also mit den ganzen Deko-Sachen. Dann habe ich hier auch wieder einen Springbrunnen hin platziert und natürlich auch Bänke. Und auf diese Bänke kommen auch wieder sitzende Leute. Was ich bei diesen sitzenden Leuten sehr cool finde, ist, dass die halt sich bewegen und dass die immer anders aussehen. Also die sind ja immer so random generiert und dadurch kann man halt auch ganz viele nebeneinander platzieren, ohne dass es doof aussieht. Übrigens hier bei dieser S-Form, da fehlen die Bänke noch auf der Seite, die habe ich aber noch im Nachhinein eingefügt, ist nur nicht im Video zu sehen. Ansonsten mache ich jetzt hier auch nochmal die Geldautomaten, auch auf diese Seite. Und jetzt verändere ich auch nochmal das Blumenbeet von der Form. Vergrößere das hier nochmal so ein bisschen um die Ecke. Und da kommen jetzt auch wieder Bäume rein. Und auch wieder diese Blumentöpfe. Und jetzt haben wir noch den großen Platz direkt vor dem Eingang. Dort kommt ein großer Springbrunnen hin, den wir jetzt selber gestalten. Dafür mache ich erstmal eine kleine Plattform mit Felsen. Und da kommt jetzt eine Spinosaurus-Statue drauf. Den will ich auch auf jeden Fall im Park unterbringen. Des Weiteren kommen auch noch 2 Velociraptoren da vorne in die Ecke. Und dann gestalten wir das Ganze auch noch wieder mit Blumen. Und auch mit Büschen. Ich habe hier auch noch mal ein paar andere Blumentöpfe rausgesucht mit ein paar anderen Pflanzen. Und dann habe ich auch noch diese vertrockneten Baumstämme dort so ein bisschen rein platziert. Das hat noch mal so einen schönen Kontrast gegeben zu dem Grün. Und auf die andere Seite habe ich noch mal 2... Oh Gott, jetzt spreche ich es bestimmt falsch aus. Archaeornotimimus. Ich weiß nicht, ob es richtig war. Auf jeden Fall 2 davon habe ich noch platziert. Ja, ansonsten noch ein bisschen mehr Deko. Und dann war der Springbrunnen soweit auch fertig. Und jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche Farbe der Statuen ihr am liebsten mögt. In die Ecke hier kommen jetzt 2 Kisten noch. Und dann beim Helikopterlandeplatz kommt auch noch mal so ein Gebäude oben auf die Mauer, dass man das so ein bisschen beobachten kann und überwachen kann. Den Innenbereich vom Park, wo wir beim nächsten Mal weiterarbeiten werden,
Den male ich jetzt auch schon mal mit Wegen aus. Dort benutze ich dann nochmal eine andere Wegfarbe. Und jetzt kommen natürlich auch noch Autos auf die Parkplätze. Das habt ihr sicherlich schon die ganze Zeit gefragt, ob das so leer bleibt. Aber nein, unser Park ist gut besucht. Deswegen kommen ja auch viele Autos hin. Leider gibt es nur eine Handvoll verschiedener Models, deswegen wiederholen die sich immer so ein bisschen. Aber ich habe versucht, die so gut wie es geht abwechselnd zu platzieren und auch immer so ein bisschen gedreht zu machen, damit es nicht so doll auffällt. Und jetzt kam eine Arbeit auf mich zu, vor der ich mich die ganze Zeit gedrückt habe. Denn ich musste jetzt noch die Straße, die echt lang war, komplett mit Fahrbahnmarkierungen auch noch ausstatten. Und am Ende, dort wo der Berg ist, musste auch noch ein Tunnel hin. Und den Tunnel, den habe ich auch wieder mit diesen runden Mauern gebaut. Die habe ich einfach übereinander platziert. Und die dann so ein bisschen gedreht und dann hatten wir schon eine schöne, runde Form. Also perfekt für einen Tunnel. Und den Tunnel habe ich dann so ein bisschen in den Berg platziert. An die Seite habe ich mir nochmal so Lagunendeko geschnappt, die habe ich umgedreht. Und dann nochmal den Tunnel so ein bisschen verstärkt an den Seiten. Das habe ich natürlich auf beiden Seiten gemacht. Und dann war der Tunnel auch schon fertig. Also nichts Spektakuläres, aber passt ganz gut zum Eingangsbereich natürlich. Und jetzt habe ich natürlich auch noch das Drumherum so ein bisschen angepasst. Also erstmal einiges an Bäumen und Wald eingezeichnet. Dann auch das Terrain teilweise noch angepasst. So ein paar Höhenunterschiede dort auch noch reingearbeitet. Auch wenn es nur minimale Höhenunterschiede sind. Aber ich finde, das macht halt immer viel aus. Und natürlich auch ein bisschen mit den Terrain-Tools rumgepinselt und das alles so ein bisschen vermischt. Büsche dürfen auch nicht fehlen. Und auch der ein oder andere Felsen darf nicht fehlen. Zu guter Letzt kamen jetzt auch noch Laternen an die Straße. Einmal die komplette Straße entlang. Und das soll es jetzt auch mit der ersten Folge aus unserem neuen Park Primal Wetlands gewesen sein. Falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Und schreibt sehr gerne in die Kommentare, welche Spezies ihr euch für den Park wünscht. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.